Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Inhalieren. Also ich habe jetzt ein Inhalationsgerät bekommen. Da der Schleim in meinen Bronchien manchmal sehr zäh ist, gerade wenn man so milchhaltige Produkte gegessen hat, dann schleimt es schon mal sehr stark. Und dann habe ich das ja immer in den Bronchien hängen und merkt, dass da was hängt, aber das geht nicht rauf und auch nicht runter. Und habe das jetzt ja seit ein paar Wochen schon zelebriert, das Inhalieren mit Kochsalzlösung wird das gemacht. Also ich habe das so rausgefunden, dass wir vormittags oder morgens so 10 bis 15 Minuten inhalieren. Und abends dann nochmal das Gleiche, also vor dem zu Bett gehen. Weil wenn ich das dann da hängen habe, kann ich nicht einschlafen. Das brummelt dann die ganze Zeit beim Ein- und Ausatmen und das ist total unangenehm. Und das provoziert halt immer so einen Hustenreiz. Ja, und mit dem Inhalieren habe ich da echt sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Schleim kommt dann irgendwann selber. Ja, der löst sich anscheinend und kommt dann raus, ohne dass ich jetzt den Hustenassistent unbedingt brauche oder das Absauggerät, was natürlich auch dann sehr unangenehm ist, ne? Also momentan geht es so noch, dass der Schleim dann so hochkommt und das ist auch sehr gut so. Ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also das Inhalationsgerät habe ich jetzt hier stehen. Das ist eigentlich nur ein Kompressor. Und in der Maske ist dann die Kochsalzlösung mit dem Zerstäuber und einem Nasenstück. Und da kann ich dann entweder über den Mund und Nase oder nur Mund oder nur Nase inhalieren. Ja, das wollte ich euch jetzt zeigen. Ja, so sieht das aus. Natürlich nicht schön. Und der Kompressor, wenn wir den jetzt einschalten, ist sehr laut, also dann fängt es auch direkt an zu nebeln. Und dann sollte man halt beim Inhalieren, ich mache das dann mal Mund, mal Nase, mal ganz tief einatmen, mehrmals hintereinander und dann wieder tief ausatmen, sodass die Lunge dann auch richtig durchlüftet wird. Dann schalten wir bitte ein. Ja, also wenn es so nebelt, ist das gut und man spürt auch direkt, wenn man tief einatmet, dass das bis in die Lunge reingeht. Also beim Einatmen saugt man alles ein, das sieht man auch an der Maske. Ja, wenn das Gerät dann leer ist, also der kleine Behälter hier unten, dann ist man dann auch schon fertig. Also auf der Zunge merkt man auch den leichten Salzgehalt und ja. Ja, und dann kann man die wieder ausziehen und irgendwann merkt man, dass der Schleim sich löst und den kann man dann durch Räuspern, kann ich den meistens dann und vielleicht den Kopf mal nach vorne beugen, also mit dem Rolli nach vorne kanteln oder vom Pflegepersonal sich mal nach vorne drücken lassen, so kopfüber und dann kommt das dann raus. Ja, also das zum Thema Inhalation. Ich hoffe, es war wieder sehr informativ für euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Liked schön und teilt und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss.